verschweigt mir was, das merke ich doch. Wenn sie mir bloß vertrauen würde, sie kann mir wirklich alles erzählen. Alles klar? Wir ziehen heute Abend los. Ronny, ich und noch ein paar andere Jungs. Kommst du mit? Okay. Zur Notaufnahme. Worauf wartest du? Hol endlich die Polizei. Ja, du hast doch gesehen, wie brutal auf ihn losgegangen ist. Komm schon. Oh, der ist uns nicht so drauf. Das war ein Ausrutscher. Ach, und so einmal im Jahr kann er einfach ausflippen, oder was? Komm schon, die wollen hier keine Bullen. Bloß keinen Skandal, was? Was hast du an den geleistet? Das wollte ich doch gar nicht. Am besten du machst einen Abgang. Deine Freunde würden am liebsten alle Knochen brechen. Bring dich nach Hause. Meine Eltern stellen dir dann gleich ein paar passende Fragen dazu. Ich dürfte das niemals erfahren. Wenn du hier bleibst, kriegst du Ärger. Okay. Fahr irgendwo hin, quatschen, du kühlst dich auch. Liebe ist nicht der Erste, den ich enttäuscht habe. Mama hat es bis heute nicht verkraftet und Papa weiß noch nicht mal, dass ich mich operieren lassen will. Ihr Sohn ein Transsexueller. Was für ein Schicksalsschlag. Aber Mama hat doch angerufen. Ja, nach dem dritten Satz ist sie in Tränen ausgebrochen und konnte nicht mehr weitersprechen. Und ich habe einen Brief an sie angefangen, den ich wohl nie zu Ende bringen werde. Du glaubst nicht, wie schwer sich das alles in Worte fassen lässt. Und ich verstehe auch, dass es wahrscheinlich noch schwieriger ist, es zu akzeptieren. Sie brauchen einfach Zeit. Du bedeutest ihnen sehr viel und deswegen werden sie irgendwann auch das Verständnis aufbringen. Verstehst du es denn? Kannst du dir vorstellen, wie schrecklich das ist, im falschen Körper zu leben? Und ich fürchte, man kann es auch gar nicht erklären. Trotzdem darf ich nicht permanent andere verletzen. Du hast ein Recht darauf, glücklich zu sein. Und anscheinend kannst du das nur als Frau. Dass nicht jeder damit klarkommt, das musst du in Kauf nehmen. Vielen wird die Wahrheit zu schaffen machen. Ich muss wenigstens versuchen, den Menschen, die ich liebe, möglichst viel Leid zu ersparen. Das wird nicht einfach sein. Bislang habe ich dabei versagt. Ich glaube, ich habe einiges wieder gut zu machen. Ich finde, wir sollten die Verlobungsfeier nicht auf die lange Bank schieben. Wie wär's denn mit morgen? Du bist ja kaum noch zu bremsen vor lauter Spontanität. Rosa kriegt einen Anfall, wenn sie so kurzfristig die halbe Insel bewirten soll. Dann verschonen wir sie eben und verlegen das Ganze ins Sonnenbend. Die Lounge ist doch bestens geeignet. Hm, sicher. Und die Hotelgäste werden so lange ausgesperrt. Ja, warum denn? Ein paar Gäste mehr oder weniger, darauf kommt es doch nicht an. Ja, und dann laden wir noch die Belegschaft ein. Hm, natürlich. Also ich brauche meinen Schönheitsschlaf, wenn ich morgen fit sein soll. Süße Träume. Gute Nacht. Ich komme bald nach. Na, was sagst du dazu, dass Kim und ich heiraten wollen? Meine Meinung interessiert doch nicht. Doch, mich. Du musst auch kein Blatt vor den Mund nehmen, Prinzessin. Vor kurzem dachtest du noch, dass Kim nur hinter deinem Geld her wäre. Und du hattest gute Gründe für die Annahme. Auseinandersetzungen gibt es in den stabilsten Beziehungen.
Aber plötzlich kann es dir nicht schnell genug gehen mit dem Trauschein. Nur weil sie das Kind erwartet. Das Kind ist höchstens der Anlass, aber nicht der Grund. Kim und ich sind seit Jahren zusammen. Wir hätten den Schritt schon längst tun sollen. Hoffentlich ist es der Richtige. Ich bin davon überzeugt. Kim ist es auch. Fehlst nur noch du. Meinen Segen habt ihr. Gracias. Buenas noches. Mist. Der zuständige Arzt ist nicht da, der ist im Einsatz. Naja. Wenigstens haben sie ihn nicht über Nacht da behalten. Das hätte mir gerade noch gefehlt. Dir? Martins Zustand interessiert dich wohl überhaupt nicht, was? Na klar, logisch. Mist, die konnte ich bloß so ausrasten. Du warst wie blind vor Wut. Und was ging's eigentlich bei der ganzen Sache? Sein Freund hat mich auf die Tanzfläche geschleppt und... Und was? Mir ist einfach eine Sicherung durchgeknallt. Das mit dem Arm war doch keine Absicht, echt nicht. Danke, dass du die Polizei nicht eingeschaltet hast. Ja, nicht wegen dir, falls du das annimmst. Blaulichtwagen vom Lokal sind nicht die Art von Werbung, auf die wir versessen sind. Sorry, wenn ich dich in Schwierigkeiten gebracht habe. Geschenkt. Überleg dir lieber, was du deinen Eltern erzählst. Na, gar nichts. Oder meinst du, ich sag denen, dass ich auf einer Schwulenparty war? Was ist so schlimm daran, wenn die Jungs einmal im Monat im Diagonal eine Party machen? Ja, toll. Und ich mittendrin? Sonst hast du keine Sorgen, oder? Du prügelst deinen Freund ins Krankenhaus und deine einzige Sorge ist, deine Eltern könnten dich für schwul halten? Martin ist nicht mein Freund. Mann, ich wusste doch nicht, dass der auf Typen steht. Ja, prima. Dann ist ja alles in Ordnung. Bitte tu mir den Gefallen und verpfeif mich nicht an meine Eltern.